Patrick, herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg hier in Zwickau. Was war heute aus deiner Sicht ausschlaggebend für die drei Punkte? Ja, wir wussten, dass wir voll dagegen halten müssen und dass es nicht leicht wird hier. Wir haben die Zweikämpfe gut angenommen, wussten, dass es jetzt kein Leckerbissen wird, fußballerisch, aber wir sind halt so, dass wir gut umswitchen können und das auch annehmen und da auch gut mithalten können. Und ja, dann gelingt mir der Dosenöffner kurz vor der Halbzeit, was, glaube ich, wichtig ist. Und in der zweiten Halbzeit haben wir einige Konterchancen, wo wir auch noch Tore draus machen können, aber das 2-0, denke ich, geht in Ordnung und ist gerecht. Sprichst den Dosenöffner schon an, das Tor aus deiner Sicht, das 1-0? Ja, ich dribbel auf den 16er rauf und Stefan und Scheffe ziehen die Gegenspieler nach außen, dann komme ich eigentlich frei zum Schuss, der noch geblockt wird, und dann wird er irgendwie durchgewurschtelt zu Scheffe, der legt mit der Brust nochmal ab zu mir und ich ziehe einfach durch und der rutscht durch. Natürlich schön, aber so ein Wurscheltor passt dann irgendwie auch zum Spielverlauf, finde ich. Inwieweit hätte man die Partie vielleicht schon in den letzten 8 Minuten der ersten Halbzeit entscheiden müssen, wo man gleich einen Füllhorn an hochkarätigen Chancen vergeben hatte? Ja, wir hatten nach dem Tor noch 2, 3 gute Möglichkeiten oder auch in der zweiten Halbzeit. Also wir haben es ein bisschen spannend gemacht, aber ich denke, die haben sich auch reingeschmissen und es war jetzt nicht leicht heute. Aber trotzdem können wir zufrieden sein, mit einem 2-0 hier nach Hause zu fahren. Durch den 5-3-Sieg von Rostock gegen Fortuna Köln ist der SVW jetzt erstmalig Tabellendritter. Wie fühlt sich das gerade an und wie bewertest du diese Momentaufnahme? Ja, Momentaufnahme ist gut. Es ist natürlich schön, mal über den Strich zu sein, dann guckt man lieber rauch auf die Tabelle. Und bewerte ich jetzt positiv natürlich. Freut man sich, fährt nach Hause und hat ein schönes Wochenende. Dann viel Spaß dabei. Dankeschön.